Dieses Video beschreibt den ETL-Prozess. Beim ETL-Prozess handelt es sich um mehrere Einzelschritte, durch die sich Daten aus verschiedenen Datenquellen per Extrahieren und Aufbereitung in ein Data Warehouse integrieren lassen. Der Prozess kommt häufig zur Verarbeitung großer Datenmengen im Big Data und Business Intelligence Umfeld zum Einsatz. Besonders die Verarbeitung großer Datenmengen profitiert von der strukturierten ETL-Vorgehensweise. Die Definition bzw. Abkürzung ETL steht für Extraktion, Transformation und Laden. Die typischen Einsatzbereiche für diesen ETL-Prozess finden Sie dort, wo Daten in großen Mengen verarbeitet, bereitgestellt und analysiert werden müssen. Beispiele für Anwendungsgebiete sind die Datenspeicherung in einem Data Warehouse, die Datenbereitstellung für BI-Anwendungen, die Datenextraktion aus verteilten Datenbankumgebungen oder cloudbasierten Datenbanken, die Migration von Daten zwischen verschiedenen Anwendungen oder auch die Replikation von Daten zu Sicherungs- und Redundanzzwecken. Der ETL-Prozess ist in den drei verschiedenen Phasen unterteilt. Diese Phasen sind Extraktion der Daten aus den verschiedenen Datenquellen, die Transformation der Datenstruktur und Dateninhalte in das Format und Schema der Zieldatenbank und Laden der transformierten Daten in die Zieldatenbank oder das Data Warehouse. Die Extraktion ist der erste Schritt des ETL-Prozesses. Die Quellen können aus verschiedenen Informationssystemen mit unterschiedlichen Datenformaten und Strukturen bestehen. In den meisten Fällen aber extrahiert dieser Prozess nur Teilbereiche aus einzelnen Quelldatenbanken. Die Extraktionen finden regelmäßig statt, um das Data Warehouse kontinuierlich mit aktualisierten Daten zu versorgen. Auch ereignisgesteuerte oder anfragegesteuerte Extraktionen sind möglich. Es sollte aber beachtet werden, dass für das Auslesen der operativen Datenbestände nur begrenzte Zeitfenster zur Verfügung stehen. Oft kann der Zugriff auf die Quellsysteme nur nachts oder zu bestimmten Ruhezeiten stattfinden. Ansonsten würde der operative Tagesbetrieb durch aufwendige Lese- und Kopiervorgänge eingeschränkt werden. Der Extraktion schließt sich die Phase der Transformation an. Die gelieferten Daten werden an das Format und an das Schema der Zieldatenbank angepasst. Der Transformationsprozess durchläuft wiederum mehrere Einzelschritte. Diese Einzelschritte können beispielsweise folgende sein: Die Filterung. Darunter versteht man die Bereinigung fehlerhafter Daten. Die Harmonisierung beschreibt betriebswirtschaftliche Abstimmung der gefilterten Daten. In der Aggregation kommt es zur Verdichtung der gefilterten und harmonisierten Daten. Im Bereich Anreicherung ist die Berechnung und Speicherung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen zu verstehen. Der dritte und letzte Schritt vom ETL-Prozess ist das Laden der zuvor geprüften und angereicherten Daten. In diesem Schritt erfolgt die eigentliche
Integration in die Zieldatenbank oder das Data Warehouse. Die Daten werden physisch zum Ziel verschoben, ohne die Datenbank beim Laden lange zu blockieren. Die Integrität der geladenen Daten ist auf jeden Fall sicherzustellen. Das Laden aus dem Staging Area oder auch Transformationsbereich in das Data Warehouse soll möglichst effizient geschehen. Generell sollten die ETL-Prozesse aber immer so kurz wie möglich gehalten werden. In der Regel werden nicht bei jedem Aktualisierungsvorgang die kompletten Daten neu aus dem Staging Area geladen, sondern immer nur Änderungen. Daher ist es zeit- und ressourcensparender, nur die modifizierten und neu hinzugekommenen Quellen zu laden. Somit brauchen bereits in der Extraktionsphase lediglich die veränderten Daten selektiert werden. Dazu muss lediglich in jedem zu ladenden Datensatz der Zeitpunkt der letzten Änderung mit abgespeichert werden. Der Ladevorgang soll möglichst effizient geschehen, so dass die Datenbank in dieser Zeit nicht oder nur kurz blockiert wird und ihre Integrität gewährt bleibt. Zusätzlich kann eine Versionshistorie angefertigt werden, in der Änderungen protokolliert werden, so dass auf Daten zurückgegriffen werden kann, die zu früheren Zeitpunkten gültig waren. Ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist, dass die Datenbanken während des Ladens nicht oder nur kurz blockiert werden sollten. Ansonsten ist kein Zugriff der Endanwender auf das Data Warehouse und die Analysewerkzeuge möglich. Somit sollte der Ladevorgang stets im Rahmen des zur Verfügung stehenden Zeitfensters abgeschlossen werden. Im Allgemeinen ist dieses Zeitfenster in der Nacht, da die Dienste vermutlich nicht benötigt werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.